Wir haben vor 3 Jahren angefangen, diesen Austausch zu beginnen zwischen P14, der Jugendgruppe der Volksbühne und den Mannersguts. Und die Idee ist es, dass pro Jahr immer ein Stück von P14 nach Barcelona eingeladen wird, dort spielt, man zusammen Workshops macht und im Gegenzug dann die Mannersguts auch an unser Haus kommen und auch dort spielen. Básicamente el intercambio es necesario, dado que los Mannersguts, que es el grupo de teatro joven de la Becket, se inspira de manera directa en el grupo P14 de la Volksbühne. Por lo tanto, para nosotros no es solo el volver a tener el referente cerca, sino que es como volver a o plasmar de manera clara que la relación es estrecha y que queremos que así siga siendo. Das Wichtige für mich ist, dass da eine Diskussion stattfindet, ob sie nun gut oder schlecht ist, darum geht's nicht. Also es fängt, glaube ich, auch erstmal damit an, dass man sich gegenseitig zeigt, was man macht und erarbeitet und was die unterschiedlichen Arbeitsweisen sind, aber eben durch die Inszenierungen, die tatsächlich präsentiert werden. Para nosotros también el hecho de hacer este intercambio tiene una connotación muy, muy bonita, que es ver cómo vamos creciendo y nosotros también fijarnos cómo se desenvuelven en ciertos aspectos que nosotros aún estamos desarrollando y es súper interesante aprender también de esta manera. Nosotros no hacemos mucho caso a la interpretación porque es más bien que hablamos de contenidos, de salir afuera para traer cosas al teatro, o sea, y vosotros más bien hacéis, bueno, técnica de interpretación y tal, y eso también es bonito ver, ¿no?, que es más de escuela, igual, el otro es más de, bueno, no queremos ser actores, queremos hacer teatro, o sea, y a ver qué necesitamos, qué pasa en el mundo. Slash, ja, worum geht's? Also, unser Anfangspunkt war zu sagen, wir kommen eigentlich aus zwei unterschiedlichen Richtungen oder wir wollen beziehungsweise zwei komplett unterschiedliche Dinge. Julius wollte unbedingt ein Tanzstück inszenieren, ein reines Tanzstück, das komplett auf Text verzichtet. Ich fand es spannend, tatsächlich diese Textarbeit, die schauspielerische Arbeit, und wir haben überlegt, womit könnten wir uns beschäftigen, was könnte es sein, dass diese beiden Ebenen oder Medien verknüpft oder verknüpfen könnte. Wie dem auch sei, ich habe angefangen, mich für das Fragment als Formprinzip zu interessieren, da muss ich so etwa 7 oder 8 gewesen sein. Das war ungefähr zu jener Zeit, als ich besessen war von diesem Dekonstruktion der Konstruktion, sattes Wort. Konstruktion der Dekonstruktion. Ich weiß natürlich. Rekonstruktion der Dekonstruktion. Und so. Und als dann meine erste Werkschau anstand, da hatte ich mich schon lange und intensiv damit auseinandergesetzt. Después de haber visto cómo es el proceso de cada uno, intentas ver qué es lo que puedes aportar y adquirir de lo que has visto. A mí una cosa que me llama mucho la atención de todas las obras del grupo P14 es la capacidad que tienen de combinar disciplinas, como el teatro de gesto y la filosofía pura y dura. Diría teatro de texto, pero hay partes de la obra que son puramente filosóficas y esto es muy difícil de encontrar, por ejemplo, para nosotros en el teatro catalán. Also klar, es ist die Aufgabe, dass man auch was macht, was sich lohnt anzuschauen. Aber man muss nicht so nach dieser Aufmerksamkeit fischen, sondern man kann auch davon ausgehen, dass der Zuschauer die Aufmerksamkeit aufbringt. Und das fanden sie ganz spannend und haben es sehr gelobt. Und vielleicht nehmen sie es auch mit. Also, hoffe ich.